Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und ich komme heute mit einer Entspannungsreise zu dir. Und zwar geht es um dieses Tiefenentspannen. Unser Feld ist ja permanent in Bewegung und je weiter wir uns nach außen bewegen, umso nervöser werden wir eigentlich und umso angespannter werden wir. Also grundsätzlich kann man sich vorstellen, jeder hat eine Mitte und je mehr wir in der Mitte sind, umso entspannter ist man dann. Und je weiter außerhalb man ist, umso angespannter wird man. Und das ist eben dann das Gefühl, wenn man schon sehr aus der Mitte draußen ist, wenn man dann Leute trifft und dann wollen drei Leute gleichzeitig was, dann spürt man schon, dass man eigentlich nervöser wird und dass das alles einen gewissen Zug, einen gewissen Druck macht. Und deshalb schauen wir heute, dass wir schnell in die Entspannung kommen und das heißt eigentlich schnell in die Mitte kommen. Und da gibt es eine ganz gute Übung und die möchte ich heute mal mit dir machen. Grundsätzlich ist es immer gut, dass man sagt, es soll dem Kopf einmal langweilig werden. Das heißt, alle wichtigen Dinge, alles, was dich sehr beschäftigt, solltest du versuchen, einfach mal nach hinten zu geben und einfach mal fließen zu lassen. Und deshalb wollen wir einfach mal so ein bisschen gepflegte Langeweile für den Kopf herstellen, weil das letzten Endes dann eine Entspannung für dich bedeutet. Gut, dann starten wir erstmal. Du kannst gerne gleich deine Augen schließen und dich einfach mal so ganz entspannt entweder hinsetzen, hinlegen und einfach mal so tief einatmen und wieder aus und nochmals tief einatmen. Und wieder aus. Und mit jedem Atemzug entspannst du dich mehr und mehr. Und du erlaubst dir jetzt, Stresspunkte, Druckpunkte einfach in deinem Körper festzustellen und diese zu lösen. Und das geht ganz einfach. Überall, wo Stress ist, ist einfach ein kleiner Wirbel oder eine kleine energetische Anspannung. Und du kannst dir vorstellen, dass deine Hand diesen Wirbel, diese Anspannung löst. Das heißt, du konzentrierst dich ganz bewusst jetzt mal auf deinen Körper und schaust mal, wo du Druck empfindest, wo du das Gefühl hast, nicht ganz bei dir zu sein. Ein guter Startpunkt wäre zum Beispiel der Solarplexus, der Magen, ja, Bauch, Magen. Und leg mal da deine Hand auf den Solarplexus oder eben an eine Stelle, wo du das Gefühl hast, dass da Ruhe hingehört und spür einfach mal deine Hand auf dieser Stelle und spür mal, wie deine Hand Ruhe, Frieden und Entspannung bringt. Und spür einfach mal, dass du immer ruhiger und ruhiger wirst. Und wie dieser tiefe Frieden über deine Hand zu dem Körperteil einfließt. Sämtliche Nervosität fällt von dir ab
Und du spürst, dass sich der Körperteil, wo du deine Hand aufgelegt hast, entspannt. Atme mal ganz bewusst zu diesem Teil hin. Und dann leg deine Hand einfach wieder auf den Körperteil, wo du das Gefühl hast, dass du da gestresst bist. Vielleicht auch dein Herz, Brustraum. Es kann auch der Kopf sein. Also wo auch immer du das Gefühl hast, irgendwo Stress zu haben, Druck zu haben, leg deine Hand dorthin. Immer auch so. Herz, Brust ist ein guter Bereich. Und dort tröstet dich deine Hand und bringt dir Frieden und Entspannung. Und du lässt auch dort diese Energie hinfließen und einfließen. Spürst, wie sich der Druck in diesem Bereich löst. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du atmest nochmal bewusst zu dem Körperteil der Körperstelle hin, wo deine Hand liegt. Und spürst, dass du absolut in deiner Mitte bist und ruhiger bist. Erlaube dir jetzt, beide Hände zu nehmen und diese so nach hinten an deine Hüften zu legen. So als würdest du die Arme im Prinzip so an die Seite stellen, nur legst du deine Hände so nach hinten an deine Hüften. Und du spürst jetzt die Berührung deiner Hände. Und du erlaubst dir, dass sämtliche Anspannung, sämtlicher Stress aus deinem System abfließen darf. Und zwar durch deine Beine in die Erde hinein. Da löst sich jetzt ganz viel Druck. Dort, wo du nicht bei dir bist, nicht ganz zu dir stehst, löst sich diese Anspannung. Und du merkst, dass über deine Beine Druck und Stress abfließt in die Erde und sich dort reinigt. Und du atmest jetzt mal ganz bewusst tief in dein Becken hinein, deine Hüfte, dort, wo deine Arme, also deine Hände liegen. Und nochmal. Und du spürst, dass jetzt sämtlicher Druck aus deinem System abfließt. Bedanke dich jetzt
bei deiner inneren Heilerin oder deinem inneren Heiler, deinem inneren Licht. Und bleibe ganz im Hier und Jetzt, in der Gegenwart, ganz bewusst und entspannt. Und du kannst diese Übung natürlich noch weitermachen oder auch wiederholen an anderen Körperstellen. Aber jetzt bedanke dich nochmal. Atme tief ein und wieder aus. Und komm dann ganz entspannt in dein Alltagsbewusstsein zurück, ins Hier und Jetzt zurück. Streck dich durch, öffne deine Augen und spür mal, wie du wirklich losgelassen hast, wie du freier und ruhiger geworden bist. Und wie gesagt, du kannst diese Übung natürlich immer wiederholen. Gut. Ja, das wär's für diese Woche und danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hast tolle Erfolge gehabt. Vielleicht möchtest du mir was in die Kommentare schreiben, vielleicht hast du Thema für eine Meditation, dann schreib es auch in die Kommentare. Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und teile das Video, falls du wen kennst, der selber immer ein bisschen aus der Mitte ist. Ich bin Oliver Erani, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss und danke.